Willkommen zu einem neuen TechView Vlog. Und ihr wisst es vielleicht, wenn man das Mate 30 Pro haben möchte, kriegt man es in Europa kaum. Dafür gibt es nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man bestellt es aus einem chinesischen Importhändler oder man begibt sich nach China, so wie ich hier nach Chongqing und in einem Mall. Und wir stehen hier vom Huawei Store und ich habe hier auch schon was Feines eingepackt und was Feines drin, nämlich das Mate 30 Pro in seiner vollen Glänze und Pracht. Und zwar, so sieht die Verpackung aus. Und das werden wir nachher gleich auspacken. Kommen wir zum Unboxing des Mate 30 Pros, das ihr übrigens hier in China für 5.800 Yuan, das sind etwa 750 Euro, bekommen könnt in der Pro-Version. Also nicht die normale Mate 30 Version, sondern tatsächlich die Pro-Version schon für roundabout 750 Euro, was natürlich auch wieder ein Zugewinn ist. Naja, rechnet man so ein bisschen die Flugkosten davon ab, die man braucht, um hier hinzukommen, kommt man ungefähr auf den gleichen Preis. Aber natürlich, bei solchen Flugkosten hat man eventuell noch ein zusätzliches Abenteuer, was man erleben darf. Diese Version hier, Mate 30 Pro, darf nur in China verkauft werden. Das steht hier unten auf der Verpackung. Ich zeige euch das jetzt hier nicht, weil das ist viel Chinesisch, aber da stehen auch die E-Mail-Nummern drauf. Und die Farbe. Farbe ist eine besondere Farbe, weil meines Wissens nach gibt es nur die silberne und die schwarze Variante, die nach Europa kommen soll und später eventuell noch andere Farben. Und in dem Fall habe ich die grüne Variante, die, das kann ich euch zeigen, wenn ich das Ganze unboxe. Übrigens, die Verpackung sieht außer eben unten dem Sticker recht schlicht aus. Mate 30 steht hier, Mate 30 Pro, Leica Branding Super Sensing Cinema Kamera. Und hier auch nichts anderes als Mate 30 Pro. Auf der Rückseite seht ihr, selbst wenn wir in China sind, ist das TÜV Rheinland geprüft oder zertifiziert. Und ja, jetzt packen wir das Ganze aus hier. Ich habe das natürlich schon mal angeboxt. Ihr werdet bemerkt haben, dass das letzte Video, was ich gedreht habe, bereits schon mit dem Mate 30 und der super weitwinkligen Rückkamera gedreht worden ist. Und ja, das ist das gute Stück. Das Gerät läuft auch schon. Und hier können wir die Farbe sehen und das ist also dieses Grün, das oben sehr glänzend ist und nach unten hin matt wird und auch angeraut ist. Ihr kennt das vielleicht von der Mate 20 Oberfläche. Ich halte es mal ans Mikrofon. Da kann man also so geile Geräusche mitmachen. Hier sind noch ein paar Aufkleber drauf, die kann ich gleich abmachen. Da war noch ein Aufkleber mit E-Mail-Nummer, das habe ich auch schon abgemacht. Hier sehen wir auch schon mal das Hauptfeature, die Kamera mit eben diesem mit der Rundung, die übrigens nicht irgendwie angeraut ist oder so. Das ist ein rein optischer Effekt. Wir sehen hier einen weiteren Sensor, gehe ich mal von aus, und die Blitze. Das ist kein Xenon-Blitz, sondern ein ganz normales Blitzlicht. Und wir sehen hier natürlich die vier Kamerasensoren, wo natürlich das Highlight die neue Super Sensing, die Cinema-Kamera ist. Super Sensing gab es ja vorher auch schon, es sind aber jetzt auch wirklich größere Sensoren verbaut, aber dafür werde ich natürlich einen ausführlichen Kameratest extra machen, den ihr euch dann anschauen könnt. Ja, ansonsten rund um das Gerät sehen wir hier oben nichts weiter aus nur ein Infrarot. Das sieht mir so aus wie ein Infrarotblaster. Ich gehe mal davon aus, es ist ein Infrarotblaster, Mikrofon, Antennen, Streifen. Auf der linken Seite SIM-Karten-Einschub. Nee, der ist gar nicht hier. Auch ein Antennenstreifen, sorry. Antennenstreifen, ich habe es tatsächlich. Hier haben wir den SIM-Karten-Einschub, Mikrofon, USB-Typ C. Lautsprecher, Monolautsprecher, nur ja nicht ganz. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wenn ich es hier zuhalte, höre ich auch ein bisschen was noch an Sound, ob das jetzt noch irgendwo anders rausliegt, hier aus dem USB-C-Port, oder ob tatsächlich hier auch das Display ein bisschen was an Vibration macht, weil ihr seht, Vordergrund, da sehen wir neben den Sensoren und einem blinkenden Sensor hier drei Sensoren. Es gibt also wieder eine breite Notch, es gibt wieder eine 3D-Erkennung für das Gesicht, aber wir sehen keine Aussparung für ein Lautsprecher, also eine Hörmuschel, weil das komplette Glas hier vibriert bei einem Anruf. Und wie das funktioniert, ja, das werden wir mal schauen. Ansonsten sehen wir hier schon dieses sehr, sehr gekurvte Display-Design, das dazu führt, dass dieser Power-Button ganz nach hinten gewandert ist, ist immer noch rot akzentuiert, aber ihr seht, die Lautstärke-Wippe, die fehlt. Ja,
Das ist das Gerät, ist mir auch schon mal auf den Boden gefallen, aber das ist jetzt hier kein auf den Boden gefallenes Accessoire, sondern das ist tatsächlich ein Antennenstreifen. Das sieht halt so dünn aus, als ob es halt irgendwas kaputt wäre. Ja, das ist so das Gerät. Das ist mein kleines Unboxing. Was wollt ihr von den Daten her wissen? Was ist da zu wissen? Zunächst einmal hier Gesichtsentsperrung funktioniert. Gesicht kann entsperrt werden. Und wir haben hier ein Android 10 am Laufen. Und ich kann euch mal zeigen, das ist über das Telefon. Da kann man das nämlich auch sehen. Wunderbar. Die E-Mail-Nummern habt ihr jetzt auch gesehen. Naja, Mate 30 Pro. Android 10 mit der EMUI-Version 10 ebenfalls. Und das Display ist 6,6 Zoll groß, wenn ich mich nicht irre, etwa. Bietet eine Full-HD-Auflösung, ein bisschen was gestretched natürlich daher. Es gibt eine Notch, wie man sehen kann, hier oben, eine sehr breite Notch. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Es ist schwarz. Versuchen wir mal hier. Es ist ausgeblendet. Die Notch ist ausgeblendet. Versuchen wir mal, die Notch einzublenden. Notch und Notch. Und dann kann ich es einblenden. So sieht das dann in seiner Fülle aus. Ein AMOLED-Display. Und ja, funktioniert eigentlich recht ordentlich. Was macht das Ganze besonders? Nun ja, es läuft ohne Google Services. Aber das werde ich natürlich noch in einem weiteren Video dann besprechen. Das Gerät ist sehr beliebt hier in China. Also das ist die letzte Variante, die letzte Farbvariante, die ich auch bekommen habe. Alles andere war bereits schon ausverkauft. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass hier Nationalfeiertag war und natürlich dann auch Leute im Shopping-Kaufrausch waren und frei hatten, Urlaub hatten. Und ja, wir müssen mal schauen, wie sich das dann weiterentwickeln wird hier. Ob das Gerät tatsächlich dann auch, hier sehen wir das auch nochmal wunderbar, ob das Gerät auch nach Europa kommt. Ich werde das Ganze ausführlich testen, Kamera testen, Software testen, werde vielleicht auch noch mal ein paar Videos machen, wie lebt es sich eigentlich ohne Google Play Services und kann man damit eigentlich überleben und was gibt es für Alternativen, um bestimmte Sachen anschauen zu können. Und ein bisschen was habt ihr hier schon erahnen können von der Software her. Ja, das Gerät, wie gesagt, schön zu haben und ein Ausflug wert, falls man halt ein kleines Abenteuer erleben möchte. Ja, das also dazu. Das war's für mein kleines TechView-Vlogchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt Spaß dran. Ihr könnt mir ein Like geben. Hier seht ihr dann auch jetzt, wie versucht, mein Gesicht zu erkennen mit Infrarot-Scan. Abstand zu gering. Ist jetzt der Abstand gut genug? Und ja, das war's für meinen kleinen ersten Eindruck, ein Unboxing des Mate 30 Pro hier in China, in Chongqing. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.